Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem sehr spontanen Video. Eigentlich sollte das Paket, was ich euch jetzt zeigen werde, nämlich erst am Montag kommen. Heute haben wir aber Samstag und es kam gerade eben ganz, ganz überraschend. Und zwar habe ich nämlich Stoff bestellt und ich habe euch jetzt auf Instagram gefragt, ob ihr da ein Haul wollt. Und es wurde mit Ja beantwortet. Dementsprechend gibt es jetzt ein Stoffhaul, den ersten Stoffhaul hier auf meinem Kanal. Viel Spaß! Ja, ich werde so oft gefragt, wo kaufst du deinen Stoff und ja, wie viel kaufst du immer? Und ich kann zu dieser Frage ganz ehrlich sagen, ich kaufe eigentlich überall Stoff. Also ich bin in ganz vielen Gruppen auf Facebook, das kann ich euch empfehlen. Da gibt es manchmal richtig, richtig coole Schnäppchen. Dann kaufe ich auch viel bei eBay Kleinanzeigen. Das ist auch richtig cool, weil es vor allem auch richtig günstig ist. Und man da so kleine limitierte Sachen bekommt. Da habe ich ja auch schon einiges gekauft, so limitierte Paneele oder so für die Kleine. Und ja, jetzt habe ich bestellt bei Stoffmonster. Habe ich selber bezahlt, also es ist keine Kooperation oder so. Das wäre schön, ich muss die mal fragen. Nein, also es ist wirklich selber bezahlt. Und ja, ich habe mir da einiges rausgeguckt. Der Stoff war selber eine Empfehlung. Und zwar hat mir eine Freundin geschrieben, dass es dort richtig, richtig schöne Kinderstoffe gibt für einen richtig, richtig kleinen Preis. Und ich musste echt, echt schlucken, als ich die Preise gesehen habe, weil ich dachte, wow, warum ist das so günstig? Ich suche bis jetzt immer noch den Fehler. Am Anfang dachte ich wirklich, den Shop gibt es gar nicht und irgendwie, ja, kommt da nichts an oder so. Aber jetzt kam das Paket wirklich nach 2 Tagen. Ich habe, glaube ich, vorgestern bezahlt und es kam einfach direkt jetzt. Deswegen habe ich habe damit auch wirklich gar nicht gerechnet. Und genau. Falls ihr irgendwelche Geräusche hört, die Kleine ist im Hintergrund hier. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an, denn das Paket ist ganz schön groß. Und ja. Also, wie gesagt, wenn ihr Kinderstoffe sucht, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Es gibt da auch, ja, alles eigentlich. Also, ne, Bündchen, es gibt wirklich alles da. Softshell, es gibt wirklich alles da. Und vor allem ist es auch total günstig. Im Durchschnitt 5 Euro der halbe Meter. Und das finde ich wirklich total günstig für neue Kinderstoffe sozusagen. Ja? Und du freust dich auch, wenn man wieder neue Sachen für dich näht, ne? Ja? Sie ist so süß. Oh mein Gott. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Stoff. So. Der erste Stoff sieht so aus. Und zwar ist das 1 Meter, glaube ich. Ich glaube, davon habe ich 1 Meter bestellt. Ich will ihn jetzt ungern auseinanderpflücken, weil der ist so schön gefaltet. Ja, 1 Meter, glaube ich. Und hat, glaube ich, gekostet 10 Euro. Genau. Ich habe nämlich ein Patch, glaube ich, so nennt man das. Also so eine Stickdatei, ne? Ein Patch, glaube ich, heißt das. Ich weiß es nicht ganz genau. Und das ist auch so ein Schiffchen hier. Und ich dachte, ich mache dieses Patch auf einen Pullover und dazu nähe ich hier vielleicht aus ein Halstuch und eine Hose oder so. Das passt dann ziemlich gut so als Set und deswegen habe ich diesen Stoff bestellt. Ich finde ihn auch so richtig goldig. Also ich würde da auch für die Kleine eine süße Hose oder so draus nähen. Super, super schön. Und das ist, wie gesagt, der erste Stoff. Jetzt hat die Kleine ihren Beistring einmal komplett durchs ganze Bett geworfen. Nun gut, weiter geht's. Und zwar mit Boho. Ich glaube, das heißt Boho. Ich kenne mich mit Stoff eigentlich gar nicht aus, ja. Aber ich glaube, wenn Leute das sehen, die sich mit Stoff auskennen, wissen sie, was ich meine. Und zwar diesen Stoff hier. Oh mein Gott, Leute, ich bin so verliebt. Ist der nicht richtig, richtig schön? Es ist so ein Grau und dann sind hier diese. Ja, Elche, Hirsche, was auch immer. So unglaublich schön. Das ist genau mein Geschmack. Wirklich genau mein Geschmack. Davon habe ich jetzt einen halben Meter mitgenommen und der kostet 6 Euro, glaube ich. Der halbe Meter. Ja, auch richtig schön. Und ja, da freue ich mich auch richtig, den zu vernähen. Auch von derselben Firma, von weiß ich nicht. Dieser Stoff hier. Auf einem schönen Waldgrün, einmal mit so einem Dachs, mit einer Eule, hier noch mit so einem coolen Zelt, wo so eine Giraffe und so rausguckt. Auch der absolut mein Geschmack. Also diese Stoffe sind wirklich so schön. Richtig, richtig toll. Jetzt hat die Kleine sich einmal komplett gedreht. Okay, alles klar. Machen wir schnell weiter, bevor sie gleich weint. Und zwar auch von dem Shop oder beziehungsweise von dem Hersteller. So ein Stoff. So, Kind wieder glücklich gemacht.
Und zwar dieser Stoff hier auf einem dunkelblau oder na, ist eher so ein, was ist das? Lila Blau, also ein ganz komisches Blau mit so kleinen Vöglein drauf. Auch da habe ich einen halben Meter mitgenommen. Ich glaube, der hat auch 6 Euro gekostet oder so. Ja, die kosten, glaube ich, alle der Meter 12 Euro. Aber auch der richtig schön. So, dann habe ich als nächstes einmal ein Set, einmal, also kein Set, aber einmal für Jungen, einmal für Mädchen. Und zwar fand ich das auch total schön. Ich stehe allgemein total auf diese Waldtiere. Deswegen gab es einmal hier in Rosa mit so süßen Fuchs und Igel und so. Und dann noch einmal in Blau. Auch richtig schön, oder? Oh Gott. Das ist so, ich liebe Waldtiere und auch Waldstoff und so. Genau mein Ding, sage ich mal. So, dann habe ich einmal diese ganz bekannten Elefanten mitgenommen. Ich glaube, die kennen auch ganz, ganz viele, die nähen für Kinder. Genau, diese Elefanten. Das ist einmal die Art, sage ich mal, auf weißem Hintergrund mit ganz verschiedenen Farben. Sieht man ja, glaube ich, ganz gut. Auch da habe ich, glaube ich, 1 Meter mitgenommen. Ich weiß das echt gar nicht. Aber der war auch relativ günstig. Ich glaube auch so 12 Euro der Meter. Also total in Ordnung, finde ich. Und absolut fair. Und so habe ich mir noch diesen hier rausgeguckt. Der ist auch richtig toll, oder? Oh Leute, ich freue mich so. Ich würde am liebsten jetzt hier direkt anfangen zu nähen. Aber kann ich leider nicht. Ja. Also diesen Stoff habe ich mir noch einmal ausgesucht. Auch da habe ich, glaube ich, nur 1/2 Meter mitgenommen. Weil ich wollte auch erstmal nicht so viel kaufen, weil ich ja auch nicht so sicher war, wie das halt mit der Firma ist, wie die Qualität von den Stoffen ist. Aber jetzt würde ich am liebsten gleich nochmal bestellen. Aber ich werde das jetzt erstmal von denen und dann weiter bestellen. So, jetzt kommen meine beiden Lieblingsstoffe. Und zwar einmal diesen hier. Schaut ihn euch an. Ist der nicht schön? Auf so einem richtig schönen Dunkelgrün. Einfach traumhaft. Auch da habe ich 1/2 Meter mitgenommen. Und dann der vorletzte Stoff, auch richtig schön auf so einem dunklen Bordeauxrot und Rosen und so kleine Vöglein. Seht ihr das? Wow, oder? Hammer, wirklich. Bin so begeistert. Die kleine Maus krabbelt hier vor sich hin. So, und dann noch einmal Elefanten auf einem schönen dunklen Altrosa. Auch da. Hammer, wirklich richtig toll. Richtig schön, da habe ich auch 1 Meter mitgenommen, weil da weiß ich ganz genau, den verarbeitest du auf jeden Fall. So, das war's dann auch schon mit den Stoffen an sich. Jetzt kommt nur noch Bündchen. Auch ein Riesenwerk, weil Bündchen ist auch immer sowas, das braucht man immer, ja. Und ich habe noch total viele Sachen, die so halb fertig genäht sind, wo aber nur das Bündchen fehlt. Und deswegen habe ich jetzt einfach ganz viele Bündchen nachbestellt. Und die haben da auch richtig verschiedene Farben. Kann ich euch gleich mal zeigen, von denen ich noch nie was gehört habe, ja. Erstmal Basic Schwarz, 1 Meter oder ich glaube sogar 2 Meter. Weil Schwarz braucht man immer. Genauso wie Weiß. Auch da 2 Meter. Ja, dann habe ich so ein richtig schönes Mint mitgenommen. So ein Mint Petrol ist das. Auch richtig schön und den brauchte ich für ein Strandblatt, den habe ich nämlich da liegen. Das ist aber auch nur 1/2 Meter. Dann einmal so ein Taupe, so ein graubraun, auch 1/2 Meter. Dann ein weiß-rosa gestreift, kann man auch immer gebrauchen bei einem Mädchen, auch da 1/2 Meter. Mäuschen! So, dann brauchte ich ja für den Schiffsstoff, den ich euch als allererstes gezeigt habe, auch ein Bündchen. Und deswegen habe ich hier so ein helles Blau genommen. Ich finde, das passt ganz gut dazu. Und das ist auch, ich weiß nicht, das ist nicht so ein richtiges Hellblau, sondern so ein Gemisch. Das ist ein ganz komisches Blau, aber richtig schön. Auch da habe ich 1/2 Meter mitgenommen. Dann habe ich noch Rosa mitgenommen, aber das ist ein richtiges Rosa. Kein Rosa, sondern Rosa. Auch richtig schön. Braucht man auch immer als Mädchen. Mama. Und was ich jetzt meinte mit den verschiedenen Farben, mit den ausgefuchsten Farben, ist ein Rot meliert. Richtig schön. Also das ist wirklich traumhaft. Die haben auch Grau und Schwarz meliert, glaube ich. Also da werden wir auf jeden Fall auch noch mehr kaufen. Da wollte ich jetzt auch, wie gesagt, erstmal nur testen, wie diese sind. Und ja, also dieses Bündchen ist wirklich richtig toll. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Zum Beispiel, nicht mal zum Beispiel, sondern es wäre echt Hammer. So zu dem, na, vielleicht. Mal schauen, mal schauen. Könnte aber auch gut zu diesem hier passen, glaube ich. So, was sagt ihr? Ich glaube, das passt ganz gut, oder? Also da bin ich echt gespannt,
wie die sich auch vernähen lassen, die Stoffe. Und genau, aber einmal dieses wunderschöne Bündchen kam auch noch mit. Ah, und das war's auch schon, mein Lieben. Also, ich habe jetzt so knapp 100 € bezahlt für den ganzen Haufen, was ich vollkommen in Ordnung finde. Also bei anderen Shops hätte man locker das Doppelte bezahlt. Und ich werde auf jeden Fall öfters bestellen und euch auch gerne die Sachen zeigen, wenn sie denn da sind. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. Ich weiß ja nicht, ob euch sowas gefällt. Genau, ich werde euch auch mitnehmen weiterhin beim Nähen. Ist nur leider nicht so einfach, weil ich halt einfach sehr, sehr wenig Zeit habe zu nähen. Aber ich werde euch da auf jeden Fall öfters mitnehmen, wenn ich es schaffe. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!